Servus Leute und willkommen zurück bei der Shisha WG. Heute ein Review zu einer Pfeife, das schon längst überfällig ist. Es ist nämlich die Pfeife, die günstigste Pfeife, die ich aber noch besten Gewissens empfehlen kann oder durch und durch empfehlen kann. Also die Pfeife, die alles erfüllt, was man in einer Pfeife haben will, aber bei denen eben die günstigste ist. Die Aladdin MVP 360. Wir gucken uns mal nach dem Intro den Aufbau an und sehen uns dann im Review wieder. So, heute nehmen wir mal alles mit. Wir fangen an mit dem Unboxing. Wir packen die Pfeife heute mal noch zusammen aus und dann seht ihr auch noch direkt, was alles dabei ist. Als erstes haben wir hier eine wunderschöne Standardzange. Absolut nichts Besonderes, aber hey, ist dabei. Wir haben den Kohleteller. Eine Aufbauanleitung. Das heißt, eigentlich braucht ihr gar nicht unbedingt meine Anleitung, aber hey, ist dabei. Wir haben einen schwarzen Silikonschlauch. Wir haben ein Kaminset. Wir haben ein schwarzes Mundstück mit dabei. Wir haben eine Schlauchfeder dabei. Und dann können wir das hier rausnehmen und dann kommen wir schon zu den etwas wichtigeren Parts. Hier haben wir nochmal den Standard, die Optimus Bowl von Aladdin. Die ist auch dabei. Das ist das Einzige, wo ich sagen würde, ja, nimm das, tu das weg und hol dir was Gescheites. So, hier haben wir einmal die Base, in der schon das Tauchrohr verschraubt ist und unten die Bowl. Die Bowl heißt, glaube ich, Wavy. Müsst ihr gleich nochmal auf den Karton gucken, aber ich glaube Wavy. Und dann haben wir hier noch die kleine, süße Rauchsäule. So, die schrauben wir dann auch einfach. Na, wir haben noch den Anschluss. Genau, das ist alles, was wir noch drin haben jetzt. Wir haben einmal noch hier Kopfadapter und den Schliffanschluss für den Teller. Und hier haben wir noch einmal den Schlauchschliffanschluss. Und dann können wir den Karton schon beiseite packen. So, das brauchen wir jetzt. Das brauchen wir jetzt. Und den brauchen wir jetzt. Übrigens, und das finde ich ganz wichtig, den hier auseinanderschrauben, wenn ihr alleine raucht und direkt hier die Kugel rausnehmen, dann habt ihr nämlich einen besseren Durchzug und das geht natürlich bei einer Einschlauchpfeife, aber es ist eine dabei, wenn ihr die braucht. Passt nur auf, dass ihr die Kugel hier nicht verliert. Ne? So, wir schrauben noch die Rauchsäule oben drauf und zack, da ist es fest. Ihr solltet auf jeden Fall nochmal das Tauchrohr nachziehen, falls das nicht ganz drin ist oder falls sich da was gelöst hat. Hier unten haben wir noch den verstellbaren Diffusor, den lasse ich jetzt auch offen. Packen wir das hier drauf. Achso, unten kann ich euch auch noch mal kurz zeigen. Hier sehen wir noch das Closed Chamber System. Dann können wir das schon drauf packen. Und dann fehlt eigentlich nur noch unser Teller. Die geriffelte Seite hier ist übrigens der Kopfadapter, damit der besser hält. Die andere Seite ist der 18/8 Schliff. Schrauben wir zusammen. Packen so oben drauf. Und fertig aufgebaut ist die 360. Aber denkt dran, ihr habt noch einen Kamin dabei, ihr habt noch einen Schlauch dabei, eine Schlauchfeder dabei, ein Mundstück dabei, eine Zange dabei und noch ein Kopf dabei. Easy. So, und da sind wir wieder. Ihr habt den Aufbau gesehen, ihr habt das Set gesehen, was alles dabei ist. Die Pfeife kostet ohne Angebote 79 Euro. Und hier und da kriegt man sie mal 10% günstiger oder mit Code SWG10 bei Union oder man bekommt sie bei Aladdin-Store mit einem Rabattcode noch. Schaut da mal in die Kommentare, da werde ich den Rabattcode-Kommentar anpinnen. Da könnt ihr euch angucken, wo ihr wie sparen könnt, falls ihr euch diese Pfeife kaufen wollt. Aber die Aladdin MVP 360, für mich die günstigste Pfeife, die ich aber besten Gewissens empfehlen kann, weil sie alle Minimumanforderungen locker erfüllt, die ich an eine Pfeife habe. Und deswegen ganz klar meine Nummer 1 Empfehlung, wenn mich jemand fragt, Marv, was soll ich mir als erste Pfeife holen? Da komme ich immer wieder bei den MVP-Modellen generell, aber gerade bei der MVP 360 raus. Bevor wir ins Review einsteigen, noch kurz, Leute, ich würde mich riesig freuen, wenn ihr das Ganze hier mit einem Abo
unterstützen würdet. Das Ziel ist, irgendwann hinter mir an der Wand den 100.000 Abonnenten Award hängen zu haben. Also ich würde mich riesig freuen, wenn ihr ein Abo da lasst. Ansonsten schaut sehr gerne mal in den Livestreams vorbei. Immer dienstags, Mittwoch, donnerstags und sonntags ab 8 Uhr abends genau hier auf YouTube. So, und nachdem ihr den Preis und den Lieferumfang gesehen habt, würde ich sagen, steigen wir auch einfach direkt ein mit dem ersten Punkt auf unserer Review-Liste, der Verarbeitung. Und zu der Verarbeitung von der MVP 360 kann man sagen, klar, zu dem Preis würde es keine Made in Germany Pfeife sein mit der absolut krassesten Verarbeitung, die es jemals gab. Aber das ist auch gar nicht das Ziel von der MVP 360. Nicht jede Pfeife zielt darauf ab, die am besten gefertigte zu sein. Es gibt auch das Ziel, vielleicht der günstigste mit einer angenehmen Qualität zu sein. Und genau da sehe ich nämlich die MVP 360. Klar, die Gewinde sind nicht auf Stimulation, Aeon, MIG, Magnum Niveau, aber die sind gut. Die Verarbeitung ist okay, ich habe keine Kratzer, ich habe keine scharfen Kanten oder keine übermäßig scharfen Kanten. So fühlt sich der Teller weniger wertig an als bei einer Aeon? Klar, aber sie kostet halt auch irgendwie ein Drittel, Viertel, Fünftel von der Aeon. Also da muss man halt seine Ansprüche ein bisschen zurückschrauben. Die eigentliche Frage ist aber, ist die Verarbeitung für diesen Preis gut? Und da kann man sagen, definitiv. Also die Verarbeitung, die Gewinde, wie dicht die Pfeife ist am Ende, ist alles wunderbar, tipptopp. Es gibt keinen Grund zur Beschwerde. Klar, vielleicht will man irgendwann mehr, aber vielleicht will auch nicht jeder direkt 270 Euro für eine Aeon Lounge ausgeben, um dann schon ins Nonplusultra einzusteigen oder zumindest in den sehr hohen, fast Luxusbereich, was Pfeifen angeht. Gerade wenn Anfänger zu mir kommen und gerne ein Komplettset haben wollen und das möglichst günstig, dann muss ich sagen, ist die Verarbeitung von der MVP für den Preis und für das Set absolut in Ordnung. Als nächstes kommen wir auf der Liste zum Design. Und beim Design, wie immer Leute, das muss euch gefallen. Klar, für mich muss sie auch mir gefallen, aber im Endeffekt müsst ihr einfach wissen, findet ihr die Pfeife hübsch, ist die schön, würdet ihr die gerne bei euch auf dem Couchtisch, Schreibtisch, in eurer privaten Shisha-Lounge stehen haben. Und ich für meinen Part finde, dass die Pfeife für das Geld und für das Komplettset auch noch ein schönes Design hat. Sie ist sehr schmal, sie ist sehr schlicht, sie ist schön klein, was sie auch zu einer hervorragenden Tisch- oder Mitnehmpfeife macht. Wenn ihr eine günstige Pfeife für den See sucht oder sowas, im Sommer zumindest wieder, dann ist die 360 einfach absolut top. Und ich persönlich finde sie sehr schön. Ich mag, dass sie einen Kopfschliff hat. Das ist relativ praktisch. Auch bei so einer kleinen Pfeife ist es noch ganz nett. Ihr habt praktisch alle Feature, die man an so einer Pfeife haben wollen kann. Ihr habt einen 18/8 Schliff hier am Schlauch. Ihr habt einen 18/8 Schliff am Kopf. Ihr habt einen Closed Chamber. Ihr habt einen verstellbaren Diffusor. Also alles Dinge, die beim Design beachtet wurden, aber natürlich auch in die Funktion mit reinspielen. Und ich finde, es ist eine schön designte kleine Pfeife. Übrigens, meine Bowl, die ich hier gerade habe, das ist die Clear Pattern. So, kommen wir noch zu dem wichtigsten Punkt auf unserer Liste, wenn es um ein Review geht, und zwar das Rauchverhalten. Die MVP 360 hat gerade für diesen Preis in diesem Komplettset, Leute, ich weiß, ich sage das oft, aber ihr müsst halt bedenken, es ist ein Schlauch dabei, eine Feder dabei, ein Mundstück dabei, ein Kopfaufsatz dabei, eine Zange dabei, für 79 Euro. Allein wenn ihr den Preis von dem ganzen Zubehör abzieht, überlegt mal, was die Pfeife am Ende noch kostet, wenn man das so rechnen will. Das ist krass. Das ist wirklich krass. Und dann auch noch so ein Rauchverhalten in dieses Paket mit reinpacken, ist wirklich heftig. Ihr habt einen sehr, sehr guten Durchzug. Ich würde sagen, auf einer Skala von 0 bis 10 hat sie so eine gute 8. Ja, vielleicht sogar eine 8,5. So um 8 ist auch so mein perfekter Durchzug. Also sie hat fast schon einen besseren Durchzug, als ich es mir wünschen würde. Also, aber ne, wenn man das dann wieder mit einem Overpack und einem Oblaco raucht, dann dämpft das ja immer wieder den Durchzug und dann kommen wir wieder bei so einer 8 raus. Also Durchzug ist wirklich krass. Die Diffusorleistung ist angenehm. Ich habe nie Probleme, dass ich Wasser in den Schlauch ziehe. Sie ist hundertprozentig dicht. Das Entlüften geht super easy. Klar, sie hat kein fancy Entlüftungssystem, aber ich denke, da darf man dann auch nicht zu viel erwarten bei einer 79-Euro-Pfeife. Im Komplettset, again, ich muss es sagen, das ist wirklich krass. Also Durchzug, ich kann mal einen kompletten Zug nehmen und dann werdet ihr sehen, wie lange ich dafür brauche. Also es ist wirklich krass. Durchzug ist wunderbar. Anzug bei so einer kleinen Pfeife mit nicht viel Bowlvolumen,
natürlich auch hervorragend. Ja, also der Anzug fühlt sich sehr, sehr direkt an. Was bedeutet Anzug? Anzug für mich bedeutet, wie direkt fühlt sich das an? Wie direkt fühle ich mich beim Ziehen mit dem Kopf verbunden? Klingt erstmal komisch, man könnte es auch anders ausdrücken und sagen, wie lange dauert das, bis der Rauch, der hier oben im Kopf entsteht, durch die Pfeife und bei mir letztendlich in der Lunge ankommt. Und das ist halt bei einer kleinen Pfeife mit so wenig Weg und mit wenig Bowlvolumen extrem schnell. Also Durchzug ist super, Anzug ist super, Entlüften geht easy, ich ziehe nie Wasser in den Schlauch, was bei kleinen Pfeifen definitiv ein Problem sein kann. Ohne Diffusor muss man ein kleines bisschen aufpassen, aber ich rauche eh meistens mit, das heißt für mich persönlich ist es kein Problem. Zusammengefasst, das Rauchverhalten für den Preis in dem Komplettset top. Relativ kurzes, knackiges Review heute, aber ich denke, ihr könnt euch das Fazit auch schon denken. Wie gesagt, für mich ist die MVP 360 die Pfeife, die ich empfehle, wenn jemand sagt, was muss ich mindestens an Geld ausgeben, um eine wirklich gescheite Pfeife zu haben. Und dann sind es 79 Euro für die MVP 360. Und gerade ein Anfänger, wenn er noch nichts daheim hat, ist das Set halt wirklich sehr geil. Da noch einen guten Kopf drauf, bei mir zum Beispiel jetzt gerade der Oblaco M mit dem Callout Lotus 1 Plus. Und ihr habt ein wunderbares Set daheim. Die Größe der Pfeife, die Größe des Bowlvolumens, wie viel Wasser da rein muss, hat alles nichts mit der Rauchentwicklung zu tun, Leute. Das ist ein absoluter Mythos. Die MVP 360 raucht genauso gut wie eine 270 Euro teure Aeon. Da sie komplett aus Edelstahl gefertigt ist, ist sie einfacher zu reinigen, sie nimmt weniger Gerüche und Geschmäcke an, sie wird länger halten. Leute, MVP 360, wenn ihr für möglichst wenig Geld, aber gescheit ins Shisha-Game einsteigen wollt, dann ist das hier genau die Pfeife, die ich empfehle. Checkt die Gutscheincodes ab unten in den Kommentaren. Lasst mich eure Gedanken zu der Pfeife wissen. Schreibt mir da auch gerne einen Kommentar zu. Lasst gerne ein Abo da, wenn es euch gefallen hat oder einen Daumen nach oben. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut, eure Shisha-WG.